Willkommen zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. Ja, heute gehen die Grüße an Alina. Liebe Grüße an dich. Und ja, wir starten mal wieder in Deutschland. Und hier ist zumindest ein Pferd jetzt verkaufsfertig. Die Trauben habe ich schon mal abgeholt. Und zwar der gute Igel. Ja, Igel hat Level Stufe 10 erreicht. Und bringt uns jetzt 29 Diamanten beim Verkauf. So, das nehmen wir gerne an. Dann haben wir hier einen Gotland-Pony. Ist aber halt nur Elite. Ich weiß nicht. Wir können es trotzdem einmal hinstellen. Wir versuchen ihn auf Level 10 zu bekommen, bevor wir ihn verkaufen. Aber wenn es nicht klappt, dann ist dem leider so. Und es wurde sich als nächstes gewünscht, dass die Tinker gezüchtet werden. Wenn die Tennessee Walker in Montana fertig sind, dann können wir die Tinker züchten. Da müssten Hengst und Stute eigentlich in der Oase sein. Da können wir nochmal reinschauen. Aber ich meine, die sind ja in Montana. Und dann würde ich sagen, sind das da die nächsten, die wir züchten. So, jetzt sind die beiden wieder hier zusammen. Mal schauen. Wie läuft's heute? Nee, heute wird das Gotland-Pony nicht fertig. Wir bekommen ein Stütchen. Da verkürzen wir jetzt mal nicht. Wir haben 14 Nachrichten. 9.498 Münze als Zuchtbelohnung. Vielen Dank bitte an alle, die hier gezüchtet haben. Ich hoffe, es hat geklappt bei euch. Ihr habt bekommen, was ihr brauchtet und wolltet. Ja, das Dorf wurde besucht oder die Ranch. 17.700 Münzen als Stallbursche verdient. Wahnsinn. 2 Zwillingspunkte, noch mehr Zwillingspunkte. 14 Freunde haben uns im Wolkenrennen überholt. Okay. ja. Wir haben immerhin die Saphire geholt. Und der Rest, schauen wir da mal. Ja, wir haben ja den Friesen freigeschaltet. Und ja, für die Aufgabe, die noch lief, bekommen wir nochmal 3 Saphire. Sehr schön. Die Pferde wurden gestreichelt. Werbung schauen wir jetzt nicht. Gut, was sagt denn unser... Ja, immerhin 6 Saphire momentan. Wir müssen aufholen. Gut. Was sagen denn eigentlich unsere Aufgaben hier? Amerikanischer Traber. Ja, das wäre auch mal ganz gut, dass wir die Aufgaben weitermachen. Können wir dann... Ja, entweder züchten wir so einen amerikanischen Traber. Oder wir müssen warten, bis die Tinker fertig sind dann. Weil ich weiß ja, der Tinker, den haben wir schon sehr, sehr lange freigeschaltet. Und ich habe ihn einfach nicht gezüchtet, weil immer noch irgendwas anderes kam. Wenn ich gerade sowieso dabei bin, die Pferde zu züchten und dann... haben wir Stufe 4 schon freigeschaltet, dann kommt natürlich auch gleich Stufe 4 hinterher, aber das war beim Tinker nicht der Fall, leider. Ja, wir haben ein Stütchen des Zwillings. Oh, sie möchte Müsli-Riegel. Die bekommt sie. Ich meine, wir haben immer noch ziemlich viele Müsli-Riegel. Ah, Rübensalat. Ist das... Achso, dieser rote Salat. Welches hiervon ist der rote Salat? Ist das vielleicht dieser Rübensalat? Ich mache den jetzt einfach nochmal an. Und wir haben sogar 2, um sie zu füttern. Da kommen ja dann immer 3 raus, meine ich. Das sollte dann für die Aufgabe reichen, wenn das der rote Salat ist, der gewünscht ist von den Aufgaben. Jo, Level 2 hat sie. Äpfelchen. Äpfelchen habe ich seit dem letzten Mal auf jeden Fall nicht geerntet. Vielleicht, ja, müssen wir erst ernten. Dann würde ich sagen, Vulkan könnten wir theoretisch füttern. Haben wir davon denn noch so viel? 30 Stück sollte reichen. Sollte ich doch, ach so, Müsli-Riegel nochmal. Noch 31, ja, aber Muffins. Muffins wären auch nochmal was. Muffins könntet ihr euch doch auch mal wünschen. Als nächstes vielleicht Vulkan. Wie sieht's aus? Level 7 hat er immerhin schon. Nee, ausmisten. Das ist jetzt aber gar nicht...
24 Diamanten würde er bringen. Mal gucken. Ne? Noch haben wir hier platztechnisch nicht so das Problem, dass wir ihn unbedingt verkaufen müssen. So, hier... Achso, hier habe ich die Ardenna-Zucht dann begonnen. Ja, hier den verkaufen, weil das lohnt nun nicht wirklich. Ich würde sagen, dann züchten wir gleich mal mit den beiden, George und Skyheart. Ja, hier immerhin 16% Chance auf einen Elite-Ardenna. Aber das wird heute nichts. Na gut. So, hier haben wir auch nur noch das Fohlen, Amilo und Amy. Die kommen dann, zumindest Hengst und Stute hier, kommen erstmal auf die Weide. Die machen wir natürlich gleich sauber. Ja, ich habe den Brunnen, den wir bekommen haben, den habe ich jetzt hier erstmal zur Oase getan. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob der da so bleiben wird. Theoretisch wäre an der Ecke auch gar nicht verkehrt. Vielleicht tauschen wir die beiden einfach mal. Bei dem Baum möchte ich auf jeden Fall hier auch bei der Oase behalten. Aber immerhin sieht man dann hier diesen blöden Übergang nicht. Wo ist er? Da. Aber jetzt sieht man... Dann sieht man gar nicht mehr wirklich den Eingang der Oase. Ist auch schlecht. Das möchte ich jetzt auch nicht so wirklich... Ja, es bleibt erstmal so. Vielleicht finde ich ja irgendwann noch eine andere Lösung hier, vielleicht an dem Stall oder am Zuchtstall, dass ich den noch ein bisschen verschiebe. Ja, der hier. Ich finde ihn ja irgendwie echt süß, ne? Aber es vom Prinzip her, es passt momentan einfach nicht. Er kommt wahrscheinlich dann bald doch mal ins Lager. Und hier den... Kuchen, Valentinskuchen, habe ich erstmal zu den Bäckereien gepackt. Das wurde mir auch ja, mitgeteilt, dass die Sachen hier meistens in Frankreich wohl aufgestellt werden. Und zu den Bäckereien passt so ein Kuchen natürlich echt gut. Problem ist, der Platz ist hier wirklich sehr begrenzt. Ich habe es erstmal hier neben gepackt. Vielleicht baue ich dann doch irgendwann nochmal um. Da muss aber wahrscheinlich der Springplatz hier hinten weichen. Mal gucken. So, Äpfelchen ernten, sonst... gibt es gleich wieder ein Problem. Und hier fährt jemand vorbei, den ich nicht anklicken kann. Doch. So, dann schicken wir mal eine Einladung, wenn möglich. Ja. Oh, aber das ist der Krebs. Aber vielleicht gibt es noch andere Sternzeichen, Konstellation 2. Das wäre schön. Würde uns bei unserer Zucht natürlich auch dann helfen. Gut, auf nach Großbritannien nochmal. Achso, könnten wir eigentlich... Ja, oh, wir haben 150 Trauben. Ich hoffe, dass die Erdbeeren und die Melonen reichen. Die ernten wir dann auch gleich nochmal. Es gibt doch alles schöne Erfahrungspunkte. Vor allem hier in Großbritannien ist das doch ganz nett, was man da bekommt. Ganz echt, das muss doch jetzt bald. In den nächsten Tagen wird es doch wohl mal das Level abgeben. Sehen. Ja, sie ist jetzt sehr leicht zufriedenzustellen, leider. Na, Getreide ist jetzt nicht das, was dich groß machen wird. Leider. Wir gucken mal, was sie danach möchte. Nochmal Getreide. Haben wir noch genug Äpfel für Sam? Dann kriegt Sam jetzt auch erst nochmal Äpfel. Gucken wir mal. So ein bisschen mehr Pferde füttern muss ich ja sowieso. Damit wir dann hoffentlich auch bald mal irgendwann Level 52 erreichen. Oh, er möchte auf die Weide. Das haben wir ja auch sehr, sehr selten. Ich würde sagen, das machen wir dann. Wir müssen eh nochmal wiederkommen. Machen wir dann. Wir gucken jetzt erstmal in Montana, wie es mit den Tennessee Walkern läuft. Oh. Und, dann wollte ich nochmal schnell einen Blick in die Oase werfen, ob ich da auch wirklich richtig liege, dass die beiden Tinker hier sind.
So, ab auf die Weide. Ich glaube, unser Fargo... Ja, der braucht noch ein bisschen, aber nicht mehr allzu lange. So. Gut. Dann, ja. Also Lissy ist auf jeden Fall schon mal hier. Und dann haben wir noch... Ich meine, ich hatte Hengst und Stute schon. Fast sicher. Ja, ich habe trotzdem Stufe 1 und 2 habe ich auf jeden Fall auch noch. Ist natürlich auch 4 Plätze für eine Rasse. Ja, Dragon. Da ist er. Also wir könnten, wenn hier die Tennessee Walker fertig sind, gleich mit der Tinkerzucht anfangen. Ich verkaufe ihn jetzt einfach. Und ja, James und Royal versuchen es. Knapp drüber, ne? Ärgerlich, aber wir können es nicht ändern. Ich schick mal die gute Lydia mit auf die Weide. Haben wir hier eine Aufgabe abgeschlossen? Ja, das Pferd 5-mal füttern. Schaffen wir nicht mehr. 10 Ranches besuchen in der Zeit kriegen wir nicht mehr hin. Äpfel verkaufen ist jetzt wahrscheinlich auch schwierig, nachdem wir sie verfüttert haben. Ja, nee. Das wird heute mit der Tagesaufgabe von gestern ist es ja noch. Leider nichts mehr. So, Fantasieinsel. Da habe ich mich immer noch nicht entschieden. Ich schicke sie einfach nochmal alle auf die Weide. Hab mir da jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht so den großen Kopf drum gemacht. Müsste ich aber bald mal. Es sind immerhin Plätze, die hier belegt sind. Gut. Weide ist auch in Ordnung. Dann... Hier haben wir, glaube ich, gerade nichts. Nee. Ach stimmt, wir bekommen ja sowieso nur... gut, Diamanten wären auch schön. Wir könnten es natürlich versuchen, noch das Amurpferd zu bekommen. Für, ja, eine sehr schnelle Zeit, wenn wir es schaffen in die besten Liste. Aber da habe ich momentan nicht so den Anreiz zu, muss ich sagen. Auch wenn es bestimmt sehr, sehr schick aussieht. Aber, ja. Wäre dann vom Prinzip her natürlich nochmal ein Platz, der verloren geht sozusagen. Verloren ist es ja nicht wirklich. Aber, ich hoffe einfach, dass wir dann nochmal eine Chance bekommen, es anders zu bekommen. Dass wir einfach entweder Rezeptabschnitte sammeln können über die Truhen oder dass wir Punkte sammeln können und das dann freischalten können. Oder von mir aus auch über die Glückswetten. Da steht ja schon jetzt länger, dass es bald wieder Glückswetten geben soll. Mal sehen. Vielleicht ist es ja dann das nächste Event. So, aber so kommen wir nicht wirklich weiter, Julia. Immerhin Level 3, aber... Äpfel. Äpfel werden jetzt knapp. Dann hätte ich Sam nicht füttern dürfen. Hätte ich nicht. Ja, wie machen wir es? Oh, Sam ist fertig. Nee. Doch. Ach, Sam ist ausgelevelt. Na gut. Ich würde sagen, ich unterbreche kurz. Ich werde Julia noch versuchen, auf Level 5 zu bringen und dann züchten wir wenigstens nochmal mit den beiden. Also, bis gleich. So. die kleine Maus steht kurz vorm Level Up. Ich hoffe, das Ausmisten reicht jetzt. Punkte technisch. Und ja, klar, ich hätte das alles aufnehmen können. Dann wird aber die Folge doch wieder ziemlich lang. Und ja, vom Prinzip her, es gehört einfach zum Gameplay schon dazu. Aber manchmal ist es dann doch ein bisschen viel. Oder ich muss sagen, ich habe jetzt keine Zeit, das Pferd zu füttern. Ich habe auch bei ihr jetzt einiges übersprungen. Deswegen sind Diamanten doch bei Flöten gegangen. So, Mäuschen, zeig dich doch mal. Und ja, ne, teilweise muss ich sonst vielleicht auch mal sagen, kann ich jetzt nicht füttern, muss auf die Weide. Mensch, dann halt so. Gut,
Dann versuchen wir es mit. Ja, ich weiß nicht, Zwilling hatte ich glaube ich nicht auf Stufe 3 gesehen bis jetzt. Werde ich aber nochmal gucken. Wir versuchen es trotzdem mit den beiden erstmal so Stufe 2 zu züchten. Und zwar mit Sam und Julia. Dann kann nämlich Vulkan wieder auf die Weide. 13% nur auf Chance auf Stufe 2. Ja, mit Stufe 3 als Zuchtpartner hätten wir da bestimmt bessere Chancen. Jetzt wird Stufe 1 nochmal die Wings. Und hier verkürzen wir, würde ich sagen. Das dauert über einen Tag. Da lohnt sich das dann schon ziemlich. Ja, so sieht's aus. Du gehst jetzt auch einfach mal auf die Weide. Okay. Ich glaube, wir haben mittlerweile auch neue Tagesaufgaben bekommen. Müsste. Ja. 6-mal Mais ernten, das Pferd 5-mal füttern, ist jetzt natürlich schade. Laufe das Jagdrennen in Russland 6-mal. 2 Ranches besuchen und Ernte, 4 blaue Futter. Es ist machbar, Hanf. Wieso? Ich glaube, das ist ein Anzeigefehler, weil ich habe heute noch nichts groß gemacht. Ja, besuchen, die sollten wir eigentlich auch noch hinkriegen kurz. Und dann würde ich aber erstmal mich auch wieder verabschieden. So, was hier denn alles? Aber Trakehner. Hier stehen so viele Trakehner mit. Okay, jetzt haben wir 2 Hengste und eine Stute. Den Trakehner sollten wir eigentlich auch demnächst züchten, bevor sie alle wieder verschwunden sind. Ja, gucken wir mal. So. Jetzt haben wir wenigstens eine Tagesaufgabe erledigt. Wir haben zumindest noch mal ein paar Zwillingspunkte geholt. Ich gucke da mal, dass ich den Rest noch bekomme. Und hier, ich verkürze einfach mal. Mal schauen. Vielleicht ist es ja hier der rote Salat. Wo haben wir ihn? Und dann würde ich noch mal 500 Punkte bekommen. Ich hoffe, dass nicht das ausgerechnet dann zum Level-Up führt. Sonst, wenn die Level-Ups hätte ich schon noch ganz gerne auf Aufnahme. Oder ich hole es halt erst. Das verkürzt jetzt nicht. Oder ich hole es halt erst in der nächsten Aufnahme ab. Mal schauen. Gut, also bis zum nächsten Mal. Tschüss.